Wie läuft der Check-in und Check-out bei E&P ab? Wenn ihr in unseren Häusern Urlaub macht, müsst ihr wissen, dass es reguläre Check-in-Zeiten gibt und erst nachmittags in eure Zimmer kommt. Eure gebuchten Skipässe bekommt ihr bei uns, sobald ihr angekommen seid, gegen einen Pfand. Ihr könnt ab eurem Buchungstag auf die Piste. Dafür ist es vielleicht noch gut zu wissen, dass ihr auch, wenn ihr morgens noch nicht einchecken könnt, ihr euer Gepäck im Haus zwischenlagern könnt. Es gibt eine Zimmerkaution und hausbedingt gibt es 1 bis 2 Schlüssel. Es könnte also sein, dass ihr euch den Zimmerschlüssel teilen müsst. Wenn ihr vorab Leihmaterial gebucht habt, können wir euch dieses zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr ausgeben. Am Abreisetag erfolgt der Checkout ca. bis 8.30 Uhr. Bei diesem machen wir auch die Abrechnung der Getränke. That's it! So einfach verlaufen Reisen mit E&P.